Deutschland steht heute gut da. Deutschland geht es gut. Deutschland geht es gut. Und darauf können wir stolz sein. Deutsche Unternehmen gehören zu den innovativsten der Welt, sagt das Weltwirtschaftsforum und lässt das Land in der Top 10 der internationalen Wettbewerbsfähigkeit vom 6. auf den 4. Platz aufrücken. Wir haben im Augenblick die niedrigste Arbeitslosigkeit. Die niedrigste Arbeitslosigkeit. Niedrigste Arbeitslosigkeit. Seit der Wiedervereinigung. Die deutsche Industrie wächst. Einige reden gar von Reindustrialisierung. Und tatsächlich, der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Wirtschaftsleistung ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Jobmotor Industrie. Deutschland hat eine der geringsten Jugendarbeitslosigkeitszahlen Europas. Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträge, Praktika. Wir brauchen den flächendeckenden Mindestlohn. Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist nicht hinnehmbar. Die haben den größten Stromverbrauch und müssen am wenigsten bezahlen. Die Industrie stöhnt über steigende Energiekosten und investiert zögerlich in neue Maschinen. Der deutsche Arbeitsmarkt sei im Vergleich mit anderen Ländern zu reguliert, kritisiert das Weltwirtschaftsforum. Die Finanzierung des Mittelstandes. Bürokratieabbau. Wo ist denn eigentlich die steuerliche Forschungsförderung geblieben? Made in Germany. Die Erfolgsstory soll weitergehen. Was können Politik und Banken dafür tun?